Hallo ihr Volleyballverrückten da draußen, hier ist wieder Volleyballfreak Steffen und wir haben wieder einen Vlog am Start und zwar, wie ihr seht, bin ich nicht in der Halle oder auf dem Beachfeld, sondern am Bahnhof. Ich bin nämlich auf dem Weg zum nächsten Volleyballcamp und diesmal in München, beim PSV München. Und ja, ich bin gespannt, es sind wieder neue Leute, neue Trainer, Trainerinnen, die ich da kennenlernen werde. Uns erwarten knapp 60 Teilnehmer. Jetzt heißt es erstmal hinkommen, typisch, die Bahn hat natürlich wieder Verspätung. Diesmal jetzt so 10 Minuten. Am Sonntag wird es spannender, da ist nämlich Streik angesetzt. Mal gucken, wie wir da zurückkommen. Mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Ich freue mich erstmal auf 3 tolle Tage in München. Und ja, wir sehen uns dann, wenn ich in München bin. Wir sind in München. Ja, Deutsche Bahn war wie immer kein Highlight, war eher eine Erlebnisreise, wenn man plötzlich in Augsburg hält, obwohl Augsburg gar nicht auf dem Fahrplan stand und so 50 Minuten Verspätung. Schade, hätten 10 Minuten mehr sein können, dann kriegt man 25% erstattet, aber gut, so soll es halt sein. Ja, jetzt auf dem Weg schnell zum Hotel, Sachen ablegen und dann ist auch gleich schon Check-in ab 5:30. Wir haben es jetzt 5:20, also ich muss mich ganz schön beeilen, aber wir sehen uns gleich in der Halle wieder. Heute ist Freitag und wir machen heute Abend Stationstraining und da kriegen die Teilnehmer Punkte. Felix und die anderen Trainer hier, die müssen dann heute Abend hier die Teilnehmer Punkte geben. Wir haben da so verschiedene Möglichkeiten, Challenges, die sie lösen müssen. Und ja, eigentlich geht es 19 Uhr los. Wir haben es jetzt 18:17 und ihr seht, die Halle ist bumsvoll. Ich bin jetzt schon. Mal gucken, wie sie sich heute Abend noch bewegen können, wenn sie dann noch 2 Stunden Stationstraining gemacht haben. Wie war das Stationstraining? Sehr geil. Sehr geil? Sehr geil, ja. Aber dann war, das war ja nicht mal das richtige Training, das war ja wirklich nur das Casting. Das Volleyball schon macht geil. Immer Spaß. Okay. Oh, oh, das ist schon mal. Bis morgen. Das war nicht geskriptet. Du machst Hausaufgaben, oder? Ja, ein bisschen. Rechnen, Mathematik. So sieht das aus, wenn Trainer Hausaufgaben machen. Müssen nämlich jetzt die Gruppen einteilen nach dem Casting. Und da muss man erstmal Punkte zusammenrechnen. So, hinter mir seht ihr halbdunkle Halle. Teilnehmer sind nach Hause nach der ersten Castings-Training-Einheit und noch ein bisschen spielen. Ich habe zusammen jetzt gerade mit den Trainern die Gruppen fertig gemacht. Im Gegensatz zu sonst haben wir das jetzt quasi auf Basis der ersten Trainingseinheit gemacht, weil wir den Freitag schon hatten. Interessantes System, ist anstrengend, stressig für alle Seiten. Mal gucken, wie die Gruppen morgen harmonieren, ob wir noch mal ein paar switchen müssen. Ich bin gespannt auf Tag 2 hier beim Volleyballcamp in München und dann werden wir sehen, was am morgigen Tag bringt. Wir sehen uns. So, Tag 2 im Volleyballcamp München. Ich bin gerade auf dem Weg vom Hotel zur Halle. Zum Glück 50 Meter Luftlinie. Ganz entspannt. Ich glaube, das war bis jetzt der kürzeste Anreiseweg, den ich hatte zum Camp morgens. Ja, was erwartet uns? 60 Teilnehmer. Wir haben jetzt dann heute frühe und späte Gruppen wieder. Und ja, der Tag ist vollgepackt mit Trainings. Wir haben eine Ballmaschine, die werdet ihr nachher noch in Action sehen. Workshops. Ja, und eine ganze Menge. Ja, wie soll ich sagen, hochmotivierter Teilnehmer, die jetzt Bock haben, sich durch die Halle scheuchen zu lassen von unseren Trainern und Trainerinnen.
Und ich bin mittendrin statt nur dabei. Leute, was tust du da? Suche die perfekte Einstellung. Für was? Yes! Für den Ball. Richtig schöne Aufschläge. Sind nur knappe 100 km/h, von daher. Was anstrengend? Kein Stück, kein Stück. Achso, das ist nur Wasser, was du verschüttet hast. Richtig, ja. Weil es so warm hier drin ist, so schlecht belüftet. Okay. Kritik an. Kritik an den Verein oder an die Stadt München, dass sie besser lüften soll, okay. Exakt. Das ist dein erstes Camp? Ja. Und, macht Spaß? Ja, sehr lustig bis jetzt. Sehr lustig? Ja, also es bringt auch viel. Also es bringt viel einfach vom Techniküben und ja. So, ihr Lieben. Zweiter Camp-Tag geschafft. Gerade noch mit den Teilnehmern ein bisschen gezockt. Ich weiß nicht, ob es denen Spaß gemacht hat, wenn man mit mir spielt. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es euch Spaß gemacht hat. Ja, heute war ein anstrengender Tag. Gerade läuft noch ein Workshop nebenan zum Zuspiel. Der Masud überzieht mal wieder. Er sollte eigentlich nur eine Stunde machen. Wir können mal kurz gucken. 19:41, also fast 2 Stunden. Also da können sich dann die Timer nicht beschweren, dass sie da zu wenig bekommen haben. Ja, morgen noch ein dritter Tag. Ich freue mich noch einen Tag mit den Teilnehmern zu verbringen und dann geht's auch wieder ab nach Hause. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus München. Tag 3 ist angebrochen. Ja, heute nochmal knackiges Programm. Die Teilnehmer müssen noch 2x2 Stunden trainieren. Dazwischen in den Pausen habe ich noch einen kleinen Regelworkshop für sie vorbereitet. Da werden wir so auf die wichtigsten Regelfragen eingehen, um dann auch sie ein bisschen schlauer zu machen für ihre nächsten Spiele. Ja, mal gucken, was der Tag heute so bringt. Ich nehme euch mit. Das ist unsere fortgeschrittene Anfängergruppe. Da werden halt sehr, sehr viel Basics gemacht, um da möglichst schnell die voranzubringen, dass sie lernen, den Ball besser zu kontrollieren und dann eben noch mehr Spaß am Spielen zu bekommen. Das sieht phasenweise schon ganz gut aus. Also man merkt auch wirklich dann in den 2 Tagen hier den Camp-Fortschritt, den sie dann gemacht haben durch das Training, weil man da echt ganz gut mit ganz, ganz kleinen Kniffen ganz viel erreichen kann. Und das macht dann echt Spaß, wenn dann die Teilnehmer dann ganz viel schnell besser werden. Ihr Lieben, 2 Tage, 2,5 Tage Volleyball-Camp habt ihr überlebt. Erstmal
Applaus dafür. Ja. Ich hoffe, ihr habt mindestens genauso viel Spaß gehabt, wie ich es hatte. Wenn das der Fall war, bin ich mir sicher, dass ich den einen oder die andere in einem nächsten Camp wiedersehen werde. Es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ihr habt eine Menge mitnehmen können, hoffentlich. Ich habe eine tolle Trainer gehabt, die euch einiges beibringen konnten. Von daher wäre auch nochmal ein fetter Applaus erstmal für die Trainer und Trainerinnen, die euch hier. Leider hat es nicht ganz geschafft, mit verletzungsfrei durchs Camp zu kommen. Wir hatten zwei, drei Ausfälle. Von daher auch gute Besserung an alle, die nicht bis zum Schluss mitmachen konnten und hoffentlich dann bald wieder auf der Platte stehen können. Ja, des Weiteren auch von mir noch ein herzliches Dank an den TSV München, dass wir auch mit dem Camp hier sein durften, dass ihr dann mit uns das Camp veranstaltet, nach dem Volleyball Freak. Ja, also auch an dir. Vielleicht noch ein Tipp von mir. Ihr habt auch viele neue Leute hier kennengelernt. Ja? Ihr wart eine bunte Truppe, vernetzt euch gern untereinander, tauscht die Nummern aus. Das ist so viel wert hier. Die Leute, die ticken genauso wie ihr. Ja? Die sind genauso volleyballverrückt wie ihr. Ja? Manchmal sind in den Vereinen nicht so andere volleyballverrückt, aber ich glaube, die hier sind, die sind auf jeden Fall genauso Volleyball-Freaks wie ich, Harry und der ganze Trainer und ihr. Ja? Also vernetzt euch da gerne und dann sehen wir uns in aller Camp wieder. Ciao.